Ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen, weil ich so unglaublich höflich bin, aber irgendwann muss ich eben auch mal hier. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber es muss mehr. Da kann man sicher noch einen draufsetzen. So. Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte wieder nicht einschätzen können, dass das reicht. So, warum ich das Ding da brauche, weiß ich auch nicht, weil das hätte ich mir sparen können. Was heißt hätte ich? Ich konnte es mir ersparen. Wo sind wir hier eigentlich? War schön. Der Prinz war gerade in den Gärten. Er verweilte und seine Seele war voller Frieden und Eiscreme. Oh ja, Eiscreme. Oh ja, zu dumm. Oh ja, 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 ja. Komm, hoch. Jawohl. Wow, krass, was du alles so für Moves drauf hast. Hast du echt super gemacht. Spacko, ey. Mal schauen, ob der eine Sandbehälter reicht, um deine Schwächen zu kaschieren. Deine nicht nur eventuellen Schwächen. Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Oh, Mano! Komm schon. Viel zu früh. Ja, komm, wer so blöd ist, der hat es auch gar nicht verdient, irgendwie ein Speedkill hinzulegen. Wer zweimal das Timing einfach nur verkackt, tut mir leid. Ne, es tut mir eigentlich dann gar nicht mehr leid. Es tut mir noch leid für den, der so blöd war. Tokaloni 1. Spacko-Verein. So kann man das, glaube ich, ganz toll sagen. Du warst so still. Ja und? Was geht in dir vor? Vielleicht hat sie recht. Du bist nur der Prinz, den ich kenne. Du bist ein starker Krieger. Hör auf, sentimental zu sein. Das passt nicht zu dir. Wäre es etwas, das ich verdrängen könnte, so würde ich es tun. Du musst es versuchen. Auf dich wartet die größte Prüfung deines Lebens. Ja, oh, fuck. Kannst du es auch nichts machen im Endeffekt dagegen. Oh, ich dachte schon, aber das war das Problem. Standardspruch zieht immer, kommt immer richtig gut an. Jetzt sind da 500 von den Viechern hinter mir, ey. Das gibt's doch nicht. Ich kann natürlich nicht den Sandwind jetzt mal ausprobieren, weil ich keinen Sand habe. Auch ärgerlich. Willst du einmal sagen, Mensch, ja, zeig den Leuten mal, auch wenn es nie benutzen wird, zeig einmal, was Sandwind macht. Und dann kommt da so eine Scheiße raus, sprengen wir dann drüber! Mann! So, gib Sand her und dann, jawohl, blocken. Ja, vielleicht. Okay, es geht anscheinend nur mit zwei Sandbehältern, auch cool. Oder brauche ich volle Sandbehälter? Ich habe keine Ahnung. Und will ich es wissen? Ich glaube nein. Oh, ich brauche echt zwei Sandbehälter, cool. Es bringt halt echt einfach nur gar nichts. Die uneffektivste Scheiße, die ich je gesehen habe. Jack. RIP. Jawohl, so macht man das, Kinder. Oh, meine Nase. Mehr ehrlich, was... Komm, zeig mir etwas, das ich noch nicht gesehen habe. Nee. Vollidiot, ey. Der ist nur am Provozieren, ey. Ich glaube, der will einfach, dass ich ihm auf die Fresse gebe. Wenn er nicht ich wäre, ja? Dann wäre er schon längst tot. Kannst aber glauben, hier. Einmal Zahnrad. Was wird das? Okay. Was jetzt? Ich meine, was soll mir das jetzt effektiv bringen irgendwie? Einmal wieder hoch. Ich stelle fest, diese ganzen... Also mal ganz ehrlich, wenn man sich auf den faulsten Standpunkt aller Zeiten stellt, kann man sagen, diese ganzen Kämpfe sind absolut total sinnlos. Sand kriegst du anders, speichern, fürs Speichern brauchst du es nicht. Und das, ich war nur da unten, um jetzt halt um den Hebel da zu aktivieren. Und ich meine ehrlich, boah. Geht auch ohne, die jetzt zu töten. Weißt du, wenn man jetzt als friedliebender Mensch spielt. Ich habe mich gerade erschrocken, weil es voll auf sein Gesicht ist. Weil er so potthässlich ist.
Controlling Level Prince. Also, was für euch einen Krieger ausmacht. Er sehnt sich nach dem Kampf. Probleme löst er mit dem Schwert. Oder nicht? Hättet ihr mich vor Stunden gefragt, so hätte ich zugestimmt. Doch jetzt zögere ich. Denkt darüber nach. Ah, da geht's lang. Ja, ich denke darüber nach, aber mal ganz ehrlich. Das ist nicht witzig, du Arschloch. Letztes Anspielung. Let's Kommentar mit Kommentare. Anspielung, check. Nee, was denn? Ein Krieger macht doch nicht aus, dass er Probleme mit Gewalt löst. Das ist doch total behindert. Also, nee. Das ist sogar zeitlos gültig. Also es ist nicht nur, es ist eigentlich immer behindert, nicht nur heute. Ich kann hier eigentlich schon runter, so wie ich das sehe. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab eine zweite Waffe, das ist geil. Dat, Kinder. Das macht doch alles richtig Spaß hier, euch einfach mal zu vermöbeln. Warum kommen die eigentlich immer nach? Mal ehrlich, weißt du, da ist so ein Prinz, der hat die halbe Stadt schon ausgerottet, ja? Aber der, boah, ich bin der Auserwählte, ich kann den schlagen. Klar, ich meine, wir sind der Prinz, wir könnten uns selber schlagen, aber die uns doch nicht. Man muss doch auch mal irgendwann wissen, wann man eine Nebenrolle einnimmt in einem Film. Und ich meine, genau das ist hier erreicht. Genau das findet hier gerade statt, ihr Penner. Was hier noch gerade stattfindet, ist die Tatsache, dass ich am Sterben bin. Jawohl! Das geht alles so nicht hier. Aber wenigstens zweimal Sand mitgenommen, der ist auch wichtig. Aber wenigstens keinmal Sand mitgenommen, hallo? Ich mein Sand, bitte? Ich krieg meinen Sand, okay, also ich krieg ihn nicht. Ja, geil. Das war Verschwendung von Zeitlupe. Ärgerlich, ne? Ich meine, was willst du jetzt im Endeffekt dagegen machen? Machen kannst du auch nichts. Und ich glaube, ich habe auch endlich das Prinzip mit den kleinen Säulen verstanden. Wenn da so eine kleine Säule ist, ja, dann sollst du aber aufpassen. Geh dahinter! Ich bin nicht aggressiv, aber wenn er so unglaublich behindert ist, ne? Dann darf ich das auch mal sein. Wer so ein Vollidiot ist, mal ganz ehrlich. Der ist auch nicht anders verdient, so als so angesprochen zu werden. Ich wollte gerade den Sand holen, aber nein, die lassen mich natürlich mal wieder nicht. Ich meine, Unhöflichkeit, so genau so sieht Unhöflichkeit aus. Jetzt darf ich meinen Sand nicht aufnehmen, weil dieses komische Mittelscheißteil das da einsammelt. Ich muss ruhig bleiben, weil ich bin so auf 180. War schön, dass es in Warrior Within auch so war und es hat sich ganz ehrlich nicht geändert. Tradition, Beständigkeit und so haben wir alles drin. Mann. Piss mich noch an. Gott, komm her. Wollt auf die Fresse, ihr kriegt auf die Fresse. Ganz einfach. Mal schauen, ob... Ich werde ja dann sehen, ob man es laut gehört hat oder nicht. Also ob ich... Ich bin jetzt extra vom Mikro weg und theoretisch... Wenn man weiter vom Mikro weggeht, ist es leiser. Ob es wirklich leiser war oder nur so ein bisschen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Hell. Oh. Nein! Ich bin so dumm. Dumm. Zack. Sand für mich, komm. Danke, dass ihr mich alle am Ficken seid wieder. Finde ich toll von euch. Alter Spartenverein hier. Ihr seid echter Gärtnerverein, denn ihr habt so viele Spaten im Team. Krass.
Ah, okay. Durchatmen und Tee trinken, würde ich mal sagen. Und. Draufkloppen. Ich glaube, der Prinz ist einfach zu blöd für den Kampf. Er ist kein Krieger, weil er einfach zu blöd ist. So ist es. Das ist die einfachste und logischste Erklärung zugleich. Der Prinz kann eigentlich gar nicht mit dem Schwert umgehen, er tut nur so. Das wird es sein. Dann wird er noch im Fallen getroffen, ey. Ich glaub das wieder nicht. Dann ist er zu blöd, um mit der Leute drüber zu springen. Ich glaub das immer noch nicht. Dann blocken die Wichser ab. Ich glaub das schon 10-mal nicht mehr. Ich spiele doch hier auf Mega-Hard-Mode oder was. Unschaffbar oder so. Also kommt es mir gerade vor. So, ich könnte eigentlich mal Zeitlupe nehmen, aber nee. Ich könnte mir eigentlich mal eine Zweitwaffe nehmen, aber nee. Aber ja. Kommt nur her, meine Freunde. Aua. Hallo. Einerseits muss ich sagen, es läuft besser als gerade. Andererseits muss ich sagen, ich bin immer noch scheiße. Und nicht ich bin scheiße, sondern der Prinz ist scheiße. Also eigentlich ist er scheiße. Sind wir doch mal ehrlich, ne? So sieht das für mich nämlich ganz aus. Meine Nase. Ah! Ich würde mir so gerne ausreißen jetzt, weil die so am Abnerven ist. Nasenjuck-Kack-Scheiß da, ey. Haut euch gegenseitig. Jawohl, ey. Kinder. Ich bin zu blöd zum Blocken. So, ich bin nicht zu blöd zum Blocken. Ich lass mich hier nicht lumpen. Was war denn das gerade für ein Bitch-Move hier? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's echt nicht wissen. Das Einzige, was ich wissen will, ist, warum bin ich gleich tot? Hilfe! Ich müsste jetzt echt irgendwas sagen, um meine Nerven zu beruhigen. Irgendwas... Oh, Kind, Essen ist fertig. Oh, lecker. Boah, hab ich da jetzt Hunger drauf? Vielleicht ist Zaban besser für Babylon. Verletz ich deine Gefühle? Nee, tust du nicht. Es hat mich nicht getroffen, was du gesagt hast. Sandbehälter Nummer... Ich kipp schon wieder. Ich bin heute nur vom Stuhl kippen, habe ich das Gefühl. Sandbehälter Nummer 6? Jetzt schon? Ich meine, hallo. Das Projekt wird auch irgendwie immer schneller vorbeigehen. Die Projekte gehen immer schneller vorbei. Ich will erstmal Sand auffüllen und dann weiter gucken. Also. Ich muss da hoch und dann, jawohl, das kriegen wir alles hin. Daran sollte es doch nicht scheitern. Bildschirm einstellen. Ah, jawohl. Und los. 6 Sandbehälter. Der Prinz ist am Start. Der Sandbehälter Krösus hätte man ihn jetzt nennen können zum Beispiel. Oder, weiß ich auch nicht. Man kann ihn eigentlich nennen, wie man will. Hauptsache, er macht mal sein Zeug richtig. Ja, so war das sicherlich gedacht. Ähm...